Hallihallo zusammen und schon wieder mal ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part dieses Projektes. Was hat sich getan? Was hat sich geändert? Was habe ich noch dazu gemacht? Im Großen und Ganzen habe ich bis jetzt nichts gemacht, nur dass ich hier oben ein Logo eingefügt habe, sodass wir sehen, was da oben auch noch reinkommt. Die Neuigkeiten hatten wir ja gestern schon. Beziehungsweise von mir aus gesehen am gestrigen Tage im letzten Part bei euch. Und ich habe mir mal vorgenommen, ja super, das hatte ich mal vorher, Mann. Die beiden Teile hier, den neuesten Video und die letzten Videos, werde ich ganz zum Schluss machen. Denn da werden eventuell auch schon die ersten Videos fertig sein. Und dann kann ich das direkt zeigen, wenn ich die online stelle. Ich habe mich für heute mal auf den Part Downloads fixiert, sage ich mal. Übrigens, die Navi sieht man deshalb nicht so gut, da momentan hat es diesen gleichen roten Rand rundherum. Deshalb verschiebt sich hier auch nichts beim Runterhovern. Ich habe an der Navi nichts mehr verändert, so wie ich es euch letztes Mal gezeigt habe, so ist sie. Und ja. Das heißt jetzt also, wir werden die Downloads heute anfertigen. Dazu öffne ich ganz kurz mal das Verzeichnis hier. Und wir werden eine neue Datei anlegen. Beziehungsweise das mache ich nicht hier, sondern in meinem Editor. Neue Datei. Ich kopiere mir einfach mal den kompletten. Ups, das war nicht so gut. Ich kopiere mal den kompletten Inhalt daraus, hier rein. So, was brauche ich hier drin schon mal ganz sicher nicht? Diesen PHP-Code, die Div-ID News. Die brauche ich ganz sicher nicht. Der Footer muss drin bleiben, die beiden kommen raus. So. Wir speichern das Ganze unter downloads.php. So, Startseite, den Titel ändere ich zu Downloads. Ansonsten ändert sich ja hier nicht wirklich viel, außer dass ich diese ID, die ID Active, hier raus mache noch und bei den Downloads rein. So. Ja, gucken wir uns das doch mal an. Wir gehen auf die. Ach, ja. Man sollte natürlich vorher auch zuerst die Downloads entsprechend verlinken. Loads.php speichern. Den Ahrefs kopiere ich mir noch ganz kurz, weil der muss ja hier auch wieder rein. So. Wir gehen also auf Downloads und sehen, die Seite sieht wie folgt aus. Noch total leer. Das hier oben hat geklappt. Die Neuigkeiten führen mich auch wieder auf die Index. Das ist sehr schön. Das heißt, soweit funktioniert das schon mal. Und jetzt gehen wir in den Content. Mitten schreibe ich jetzt Downloads rein. Die hier 1 bleibt ja gleich formatiert. Downloads. Genau. So. Ich würde sagen, ich lege mir hier jetzt drunter eine Div an mit der ID Downloads. Flashdiff. Wir gehen in die main.css, beziehungsweise das ist ja die Main raus da. Wir erstellen uns eine neue. Binden die hier gleich mal ein. Link relativ style sheet type text/css href css/seiten oder sites.css. So. Die Datei
werde ich jetzt gleich mal wieder unterteilen, und zwar der obere Teil wird die Downloads. Ich speichere das schon mal der CSS, sites.css. So, denn da rein kommen jetzt alle meine restlichen Seiten. Restliche Seiten ist gut gesagt, ich brauche im Endeffekt bloß noch zwei weitere Seiten. Die Downloads haben wir jetzt, die Let's Play Seite an sich und die jeweiligen Unterkategorien für die Videos. Hier fange ich jetzt auf jeden Fall mal an mit der Downloads-Kategorie. Die bekommt jetzt eine Width von 1004 Pixeln, eine Margin 0 Auto und eine Höhe von, ja, ich würde fast mal sagen, so 60%. Achso, nee, ich mache eine Min-Height rein. Dann sollte ich natürlich auch noch den Background eventuell noch auf die richtige Farbe stellen. Ich habe das schon richtig eingebunden, ne? Downloads eventuell falsch geschrieben. Ja. So. Ihr seht schon, 60% ist ein bisschen wenig. Was wären denn 100% bitte? 100% wäre so. Okay. Gut, dann machen wir mal 1000 Pixeln. Das ist ein bisschen zu viel. 800. Immer noch zu viel. 600. Okay, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Ich mache das übrigens immer so, dass ich das ein bisschen durchprobiere. So, ich würde sagen, die Downloads sollten mindestens so groß sein. Ich packe jetzt da mal ein paar H2s rein. Bloß damit wir mal sehen, wie das dann aussieht, wenn zu viel Inhalt drin ist, weil das würde mich dann schon mal interessieren, ob die Min-Height auch funktioniert. Genau, der Inhalt wächst auch noch. Das finde ich sehr, sehr gut. Die sites.css wird auch noch ganz kurz, da muss ich noch ganz kurz was dazu schreiben. Und zwar nochmal extra für den Content. Und zwar bekommt dieser Content hier nochmal Content Doppelpunkt Hover ein Overflow Auto. Ey, Auto, danke. So. Gut, das hatte ich zwar jetzt nicht unbedingt vor. Okay. 1004 ist auf jeden Fall ein bisschen viel. Ich mach mal 904 draus. Hier ist der Content auf jeden Fall. Bekommt er da eine bestimmte Höhe? Und zwar würde ich mal so tippen, so auf 700 Pixel. Okay, das könnte man auch, ich würde mal sagen, eleganter lösen.
Das könnte man sogar sehr, sehr viel eleganter lösen. Und ich würde sagen, da habe ich auch gleich eine Idee, wie wir das machen. Wir haben jetzt hier die Div-ID Downloads, wo ich meine Downloads reinschreibe. Gut. Diese Div-ID Downloads packe ich mit dem, verpacke ich mit der Div-Scroll. Dann schreibe ich die hier oben drüber. Genau. Scroll. Dave. Dann mache ich die jetzt mal 650 Pixel ebenfalls. Und Scroll, Doppelpunkt, Hover. Overflow, Auto. Schauen wir doch mal. Sollte der Scroll noch ein paar mehr Details geben, unter anderem die Width von 1024 Pixeln und das. Okay, gut, das lässt sich jetzt nicht anders lösen irgendwie. Das lässt sich nur so ein bisschen dämlich lösen. Der gebe ich auf jeden Fall noch eine Padding von 10 Pixeln, so dass die Div schön. Ja, doch, so lässt sich's gut lösen. So ist es einigermaßen okay. Jawohl. Vielleicht statt FFFEEE noch. Oh hey. Das kann ja kein Mensch lesen. Und so ist ein bisschen dunkel. Gut, ich lasse es jetzt erstmal auf FFF, wie die vollständige Version aussieht. Das entscheide ich dann im Nachhinein. Aber so ist doch schon mal gut. Wir packen jetzt den Inhalt mal raus. So, ja, gut, 600. Jetzt passt es. 600 Pixel, jetzt kommt da auch nichts. Jetzt kommt dieses Scrollbalken auch erst, wenn der Inhalt zu groß ist. Gut. Dann habe ich hier meine Downloads. Dann nehme ich eigentlich schon wieder auf. 13 Minuten schon wieder. Gut, ich mache da zwei Parts draus. Ich würde sagen, in diesen Downloads kommen jetzt verschiedene Kategorien. Kategorien. Was alles erst? Allererstes Mal mache ich die Padding von 10 Pixeln hier raus und gebe dem Ding hier 20 Pixel mehr Breite. 20 Pixel mehr Höhe. Dann ändert sich daran nichts, bloß der Inhalt. Hallo? Ach Gott, das wollte ich nicht öffnen. Okay. Gut, ich meine, das kann ich ja bei 600 Pixeln belassen. Das ist jetzt erstmal nicht weiter schlimm. Gut. Also ich wollte das Ding ja in Kategorien unterteilen, hatte ich ja gerade gesagt. Und zwar dazu lege ich Ps an, Paragraphen in dem Sinne. Und dann Kategorie, Schrägstrich, das Spiel an sich, zu dem es einen Download gibt. Und drunter eine HR.